Willkommen! Nach etwas langer Zeit, ja, 4 Tage, sind wir mal wieder hier bei Metroid. Ich bin aus meiner kleinen Pause zurück und Kito wird ja Mittwoch oder Donnerstag auch wieder hier sein. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Metroid. Ja, wir werden weiter dieses Gebiet erkunden. Und dafür gehen wir erstmal hier durch diese Tür. Hier scheint es nichts Spannendes zu geben. Und hier ist wieder so eine Maschine, wo wir nach hinten können. Ah, jetzt habe ich sie weggeschickt. So. Oh. Es ist schon wieder ein Wurm. Es ist Wormleys Bruder. Und er will Rache. Oh, verdammt. Nein, Samus, nicht sterben. Oh, der bleibt irgendwie gar nicht draußen. Ich habe keine Chance, irgendwie den zu treffen. Er schnappt zu und geht sofort wieder unter. Einfach jetzt dauerhaft wechseln. Jetzt. Ah, 2 Raketen verballert. Okay, aber so geht es. Jetzt. Bum, 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 bum. Alle Raketen raus. Jetzt müssen wir schon Wormleys Bruder töten. Oh, jetzt steckt hier die Lava. Und er wird auch schon langsam sterben. Na? Komm schon. Oh, der kommt immer in dem Moment raus, wo ich dann da stehe. Du sollst aus der Lava... Boah, die Lava, die regt mich auf. Naja. Nein! Und jetzt falle ich wieder in die Lava. Und wieder. Nein, scheiße. Okay, dann müssen wir diesen komischen Wurm nochmal probieren. Der Speicherpunkt liegt ja nicht weit zurück. Und ich habe echt keine Taktik bei dem. Ich verstehe es nicht. Irgendwie hat man Glück oder man hat kein Glück. Mehr als nach links, rechts kann man nicht. Hallo. Nein. Und das ist so schwer hier rauszukommen. Ich bleib mal hier. Nein, hier wird man auch getroffen. So macht man das. Aber gibt es irgendein Zeichen, wann der raus... Ah! Sein Mund wackelt, wenn er raus möchte. Nein, jetzt macht er Lava-Kacke. Lava-Kacke soll er auch nicht machen. Jetzt. Ah, ich verstehe ihn. Yeah! Okay. Der ist ja richtig einfach und ich stelle mich noch so doof an. Au. Nein, nein. Er macht das jetzt viel schneller. Jetzt hat das gar nicht gemacht. Yeah! Warum freue ich mich? Jetzt habe ich schon wieder einen Wurm getötet. Ich bin der Wurmtöter. Wurmtöterin Samus Aran. Den Raum, den kennen wir schon. Aber hier müssen wir, glaube ich, nicht lang. Wenn ich mich recht erinnere, geht es jetzt hier weiter. Yay! Alles klar, nachdem wir wieder einen Wurm getötet haben, sind wir noch trauriger als zuvor. Was soll das? Was soll das mit den ganzen Würmern hier? Ah. Komisch, mich wundert es, dass wir keine Fähigkeiten oder so bekommen. Das müssen wir doch jetzt kriegen. Hier vielleicht? Nein. Komisch. Naja, gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht müssen wir einfach nur die Maschine hier aktivieren.
Ich bin mir nicht sicher. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Maschine. Komm her. Gut, ich frage mich echt, wo wir jetzt hin müssen. Hier irgendwas? Nein, hier nichts. Ah, da waren doch noch so richtig viele Wege. Genau, hier. Zurückgehen wir mal. Ich stelle mich aber auch dumm an bei dem Wurm. Das erste Mal bin ich richtig am Verkacken. Beim zweiten Mal verstehe ich den Boss erst. Gut. Ja, am besten speichern wir den Fortschritt erstmal. Ich will nämlich nicht noch mehr Würmer töten. Ich hoffe, das war der letzte Wurm in diesem Spiel. Dabei sind die da so klein und knuddelig. So, wir haben wieder zwei Wege. Hier sieht es gut aus. Hier können wir lang. Ja. Ah, und hier brauchen wir auch die Maschine. Ja, natürlich. Toll. Komm her. Komm her. Einfach so machen. Yeah, Fake Lava. Was ist das denn? Ich habe mich jetzt komplett verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Speichern können wir da wieder, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Hä? Das sieht doch schon mal schön aus, wenn ich mal hinkommen würde. Ich will dahin. Ah. Stimmt so. Schon wieder so ein komisches, unbekanntes Objekt. Analyse wieder mal ergebnislos. Und wieder irgendwelche komischen Blöcke, die wir zertrümmern können. Ja, ich bin mehr als nur verwirrt. Ich würde mal sagen, ich heile mich hier. Ich hole mir wieder neue Raketen. Und jetzt ist wieder alles schön und Käsekuchen. Und das nächste Mal versuchen wir ein bisschen weiter hier umher. Oh, wir sind schon richtig nah an Crate dran. Ja, und vielleicht sehen wir das nächste Mal sogar auch schon Crate. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.